Interessante Fragen. Stimmt das, dass wenn eine Frau vergewaltigt wird, dass sie den Vergewaltiger heiraten muss, wenn er den Islam annimmt? Also, ich lese vor, was geschrieben steht. Wenn ein Mann, also im Wort Gottes, wenn ein Mann einem unberührten Mädchen, das also Jungfrau, das noch nicht verlobt ist, begegnet. Also der geht zum Beispiel joggen und dann begegnet er einer Jungfrau, die noch nicht verlobt ist. Jungfrau und nicht verlobt. Und sie dann packt, also er schnappt sich die also zerrt die beispielsweise ins Gebüsch, ja, sich mit ihr hinlegt, also ich mir hinlege, ist jetzt schön ausgeübt, also ist jetzt nett ausgedrückt für Vergewaltigung, ja. Und sie ertappt werden, also sie werden jetzt dabei erwischt, soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, also dem Vater des Mädchens 50 Silberschekel zahlen. Also als Strafe für diese Vergewaltigung von dem unberührten Mädchen muss er 50 Silberschekel zahlen. Und sie soll seine Frau werden, weil er sie sich gefügig gemacht hat. Also die muss ihn dann heiraten. Er darf sie niemals entlassen. Also er darf sie niemals scheiden. Das heißt, die Frau muss dann für immer mit dem verheiratet bleiben. Steht aber nicht im Koran. Steht in der Bibel. Deuteronomium 22, 28. 29. Wenn ein Mann einem unberührten Mädchen, das noch nicht verlobt ist, begegnet, sie packt und sich mit ihr hinlegt und sie ertappt werden, soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 Silberschekel zahlen und sie soll seine Frau werden, weil er sie sich gefügig gemacht hat. Er darf sie niemals entlassen, das heißt, die ist für immer dafür gezwungen, mit ihrem Vergewaltiger zusammenzubleiben, nach diesem Bibelvers. Ja. Im Koran steht, wie gesagt, ich weiß nicht, wer ihm diesen Schwachsinn hier wieder erzählt hat. Wenn jemand ein Verbrechen macht, macht er ein Verbrechen. Und im Islam wird er dafür bestraft, wenn er eine Frau vergewaltigt. Ganz einfach, wenn sich das herausstellt und bewiesen ist.